Einen wunderschönen vorweihnachtlichen Vormittag hier bei Heavy Traders. Ja, es ist wieder soweit. Ich darf euch wieder herzlich einladen, heute dabei zu sein beim Zertifikate-Trade des Tages. Ja, so mancher ist hier in vorweihnachtlicher Stimmung. Wir sind hier in Trading-Stimmung und wollen uns heute mal auf unseren XMS-Trade konzentrieren. Wir haben da den ein oder anderen Kandidaten, der gerade jetzt profitieren dürfte. Auch da natürlich gleich den Fokus drauf, auch mit einem kleinen Update. Einen haben wir schon eingesammelt und natürlich allgemein auf den Marktausblick. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die Charts über. Und genau hier sehen wir es auch. Es wird jetzt ein bisschen allgemeiner. Wir reden hier über den S&P 500. Jetzt im direkten Vergleich zur Nasdaq konnte man das Ganze ja auch schon sehen, dass der Nasdaq selber ein bisschen defensiver nach oben unterwegs ist. Die S&P 500. Hier sind wir wieder an den Deckel angekommen. Also das war ja so eine Geschichte. Zwei Monate lang, den gesamten November und Dezember hin, konnten wir das hier nicht knacken, diese 4.500 Punkte. Das wird hier definitiv ein spannendes Thema sein, gerade nach dieser zweitägigen Erholung, die wir jetzt eben diese Woche sehen konnten, ob wir nun heute endlich das Ganze sehen werden und vor allem gerade für die nächste Woche. Was wird da unser Ausblick sein, gerade weil wir hier eben erneut wieder zurückgekommen sind. Aber gut, das ist dann später ein Thema. Also wir werden definitiv auf den Marktausblick eingehen im direkten Kontext. Aber jetzt heute soll es natürlich um XMS-Trades geben, um Kandidaten, die nun mal jetzt gerade auch relativ stark vom Weihnachtsgeschäft profitieren. Da können wir einmal über die Amazon sprechen, wobei das hier ja eher ein Update ist. Die haben wir ja auch schon thematisiert diese Woche, am Montag war das und entsprechend haben wir das Ganze auch aufgenommen. Man sieht, die Position läuft für uns an, das war ja hier so ein Punkt, das hatten wir hier extra angesprochen. Wir wollten schauen, dass sich das Ganze stabil hält an der 200-Tage-Linie hier, dass wir auch analog zu der Nasdaq-Bewegung das Ganze etwas mit Geduld versehen und dann eben beim Schub nach oben haben wir das dann entsprechend genutzt. Ja, dazu werden wir natürlich später detaillierter darauf eingehen, was wir auch hinsichtlich unserer neuen Kurszielanpassung eben entsprechend dort sehen. Aber die Amazon, wie gesagt, die haben wir ja schon. Wir wollen uns mal auf einen Kandidaten stürzen, die vielleicht gar nicht so bekannt ist. Es geht hier um einen deutschen Wert, um ein Oldenburger Werk. Das ist die CW Stiftung. CW selber, ein Kandidat eben, wer das Unternehmen nicht kennt, aus dem Printbereich, also Fotoalben, gerade auch relativ schnell Aufschwung in das Digitale gefunden. Man muss sagen, CW selber ist hier ganz klar ein Profiteur des letzten Quartals, wobei man sagen muss, gut, die anderen Quartale sind jetzt auch nicht wirklich entscheidend für die Gewinnmarge. Das Ganze bezieht sich hier tatsächlich auf das letzte, auf das Weihnachtsgeschäft. Dementsprechend einer unserer XMS-Trade-Kandidaten, wenn man sich die CW-Color hier auch anschaut, oder die CW Stiftung in dem Fall, sieht man auch recht gut, dass die einen super Run gehabt hat dieses Jahr aus dem letzten Jahr hinweg, quasi hier auch aus der Zeit, aus der Pandemiezeit. Das hat auch was damit zu tun, dass wir nun mal auch zum Anfang des Jahres auch die entsprechenden Zahlen des letzten Quartals hatten. Und nach diesem Run sind wir nur allein jetzt schon nach diesem Abwärtstrend, den wir hier ja auch nochmal zwischenzeitlich sehen konnten, seit dem Mai immer noch bei 37%. Ja, zu den Hochzeiten war das nochmal deutlich stärker, diese 137 Euro. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Gerade hier bahnt sich zumindest mal so eine geringere Volatilität an. Wir sehen, dass gerade dieser ursprüngliche Trend, gerade auf Unterstützungsseite, da sind wir weiterhin intakt. Wir kommen sogar schön an die exponentielle 200-Tage-Linie. Also gerade, wenn man jetzt die letzten Bewegungen weiter übergewichtet. Die Hochs, muss man sagen, haben sich jetzt eher defensiv gehalten. Das wird hier eher ein Thema sein für das letzte Quartal. Klar, vieles ist natürlich auch schon eingepreist. Das ist jetzt ja nicht so, dass ein Tag vor Weihnachten eben dann der Kurs ja gerade dadurch in die Höhe schießt. Wir sehen da aber auch gerade für das Trading ziemlich interessante Potenziale, auch eine entsprechende Rendite zu erwirtschaften. Und das ist hier nun mal unser Fokus, ganz klar gesagt. Aber was wir da jetzt eben konkret sehen, das heißt, wo genau wir denn da unseren Einstieg sehen, wo wir da eben auch realistische Kursziele sehen, was wir dann auch bestenfalls mitmachen wollen. Genau das werden wir gemeinsam heute besprechen um 14.15 Uhr. Das war es jetzt auch hier in der charttechnischen Perspektive. Und womit wir das umsetzen wollen, ist folgendes Zertifikat MA4R48. Und das Ganze hat einen Hebel von 3,55 und eine Knockout-Schwelle von 101,36 Euro. Und was da eben unser Fokus ist, was aus diesem XMS-Trade werden könnte, das wollen wir heute gemeinsam besprechen. Deswegen lade ich euch ein letztes Mal noch vor Weihnachten. Registriert euch unter heavytraders.live und dann sehen wir uns um 14.15 Uhr. Bis später.